Gut, wir haben also herausgefunden, es ist noch mehr Spionage im Spiel und irgendjemand scheint seine Spuren mit Morden verwischen zu wollen. Gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir uns mal auf zur Wäscherei, oder? Ja, sieht ganz danach aus. So, reihen wir uns mal direkt hier ein. Und los geht's. Also sehr gesprächig seid ihr heute ja nicht, oder? Ich frage mich aber wirklich, also einerseits müssten die ja auf der Hut sein, dass alle hinter ihnen her sind, Cole und Herschel. Deswegen wundert es mich schon, dass die überhaupt hier irgendeinen Fall einfach übernehmen. Und andererseits sind die doch auch suspendiert worden, oder? Wieso arbeiten die denn dann noch ganz normal? Das leuchtet mir nicht so ganz ein. Also ich finde den Zeitpunkt, zu dem der DLC kommt, ziemlich unpassend irgendwie. Ich weiß nicht, das ist irgendwie ein bisschen unlogisch, dass jetzt noch kurz vorm Finale ein DLC reingeklatscht wird. Weil da doch eigentlich auch von der Dramaturgie her das ein bisschen unpassend wirkt, finde ich. Man sollte doch meinen, jetzt sollte sich das Ganze doch auf den Hauptkonflikt konzentrieren. Die ganze Geschichte. Und da jetzt nochmal so eine Zäsur reinzusetzen mit dem DLC-Fall, weiß ich nicht, ob das jetzt glücklich gewählt ist. Das hätte man vielleicht auch anders machen können. Ansonsten wirkt der Fall ja erstmal ziemlich vielversprechend, finde ich. Weil er eben nicht so dieses ganz dröge, ja, wir sprengen einen Drogenring in der Stadt oder wir jagen einen Killer, der in der Stadt unterwegs ist, beinhaltet, sondern mal ein bisschen Spionage und damit ein ganz neues Feld. Wobei ich mich auch frage, ob die beiden als Brandermittler denn wirklich diejenigen sind, die das behandeln sollten oder ob das nicht eigentlich abgegeben werden müsste ans FBI oder sowas. Naja, egal. Superior Laundry Services, 10.46 Uhr. Schauen wir mal, was wir rausfinden können. What do you need? Phelps and Biggs, LAPD. We have one of your laundry tags. Can you tell us who it might belong to? Are you kidding? I got work to do, Mac. Here's the customer book. Knock yourself out. Alter, man ist so unfreundlich. Wir sind von der Polizei. Number was J2620, Cole. Hier haben wir's. Who is Hangstrom? Could be someone else from the factory. Does he have an address? Nein. No. Dead end. Thank you for all your help, sir. Ja. Egal. Hat er jetzt nicht so viel gebracht, ne? Aber wir scheinen hier irgendwas am Telefon mit erfragen zu können. Wahrscheinlich eine Suchmeldung, ob es jemanden gibt mit dem Namen. Operator, give me R&I. I need an address for an Oscar Hangstrom. Checking. No residential listing for anyone by that name, Detective. Sorry. Thank you. Tja, das könnte dann vielleicht unser toter Spion sein, könnte ich mir so vorstellen. Oder halt irgendein Spion, mit dem, der sich halt einen Namen ausgesucht hat, sozusagen. Komm, wir nehmen mal ein anderes Auto. Magst du mir den mal spenden hier? Out of the car, police! Ja, dann hast du Pech gehabt. Use Aircraft, okay. Echt Use? Wir hatten schon im letzten Fall, dass der Polizeichef, oder unser Chef, unser Captain gesagt hat, irgendwas mit, als nächstes wollen sie noch Richard Nixon als Verbrecher hinstellen. Ich nehme mal an, dass damit nicht der richtige Richard Nixon gemeint war, denn der ist ja erst dann in den 50ern, 60ern Präsident gewesen, glaube ich. Also ein bisschen später halt. Und jetzt kommen wir auch noch zu Howard Hughes, der ja Flugzeuge gebaut hat. Und da haben sie sich auch gleich wieder den Nachnamen genommen und irgendwas mit Flugzeugen reingebracht.
Na gut, wenn ihr meint, bisschen weg da, du musst doch nicht auf der Kreuzung stehen bleiben. Ich finde es ein bisschen einfallslos, dass man dann sowas einfach so reinklatscht. Aber gut, wenn ihr... Was ist das denn für eine Karre? Wenn ihr meint... Müsst ihr mir mal kurz dieses Auto anschauen. Sorry, Sir. Police officer. I need your car. Was ist das denn? If the skipper sees us driving around this, we're dead. Slow down! Ach, ein Tankwagen ist das. Ist ja sehr interessant. Na gut, okay. Warum nicht? Kann man auch mal machen. Wir sind ja eh bloß noch 2 Meter bis zum Flugfeld. Sehr interessantes Auto. News Aircraft, 11:02. Can you state your business? Detectives, Phelps and Biggs, LAPD. We're investigating the explosion. We have reason to believe there may be a link to Hughes aircraft. I'm sorry, I can't help you there, detective. Without authorization from military HQ, you won't be allowed onto this facility. What seems to be the problem, gentlemen? Hey, Biggs, you're not still with the LAPD. Afraid so, Mates. Can you help us out here? Sure. What seems to be the problem? We're working the big explosion at the electroplating plant. We found a part there that belongs to one of your planes. I work head of security for Mr. Hughes now. I'll take full responsibility. I'm sure we can clear this up. Follow me. It's the big hangar. You can't miss it. Hat so ein bisschen was von einem alt gewordenen Roy, finde ich. Vernon Mapes used to work Advice. Word is he runs fuckpads for Hughes' starlets. A pimp. Earl and Mapes would seem. Mapes was the role model for creeps like Earl. Ha, das siehst du mal. Okay, wirklich Howard Hughes, also ja, Howard Hughes ist doch auch von dem richtigen Flugzeugmacher der Name, oder? Na gut, ist spitze, der hat schon diese Mimik gehabt wie Roy auch und dann meint er auch noch, das ist der Prototyp von Leuten wie Roy. Okay, dann wird das bestimmt ganz bezaubernd mit ihm hier. Zumal er nicht mehr im Dienst ist und damit es wahrscheinlich noch ein bisschen lockerer angehen lassen wird mit der Moral. Ja, bloß nicht höflich sein und selbst mal guten Tag sagen, genau. Das ist ein großes Flugzeug. Mr. Hughes believes so. Amazing, isn't she? So, this is the Spruce Group. Jesus Christ, Biggs, you want to get me fired? Mr. Hughes hates that fucking name. It's the H4 Hercules to you. You mind answering a few questions, Mr. Mapes? Call me Vernon, kid. Fire away. Okay, dann wollen wir mal. You know anything about the explosion that happened at Nicholson Electroplating this morning? No more than anyone else. Heard the boom while I was shaving. Almost shit my pants. Thought it was Pearl all over again. Ach komm, du weißt doch bestimmt noch was drüber. But you had no personal contact with any of the employees. And you have no idea what caused the explosion. I'm in security. I handle Mr. Hughes' personal interests, if you get my meaning. I'm not directly involved in manufacturing. Okay. Do you know Tomoko Akamoto? Never heard of the broad. Why? Ach komm, dir kann man doch auch nichts glauben. Du bist doch auch so einer, der immer was, der immer lügt, oder? You don't happen to wear an LAPD tie pin, do you, Mapes? Sometimes. I have a couple of them from my days on the force. Okay. Hast du zufälligerweise eine verloren vor kurzem? Do you know the chief chemist at Nicholson Electroplating, a Harold McClellan? I've heard of the guy. He was pitching some fancy process to the company. Können wir nicht... Ja, du weißt da bestimmt noch mehr drüber. Warte mal kurz, haben wir nicht da irgendwas, was ihn... Klar, die Propellerhaube ist doch letztendlich, was das mit ihm damit in Verbindung bringt, oder? Wobei er das letztendlich gerade gesagt hat, aber... Ich will mal gucken, was kommt, wenn ich auf Lüge gehe. Ich glaube dem Kerl nichts, was er sagt. Der lügt garantiert immer. Also Wahrheit wäre irgendwie unsinnig. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass es vielleicht irgendwas mit der Propellerhaube ist. We know that you were sending parts to Nicholson for testing. Ah, genau. Question is, whether you were going through Nicholson or cutting your own deal with McClellan. Interesting theory, kid. How you gonna prove any of that? Bingo, das ist doch genau das, was ich wollte. Da können wir die Propellerhaube nehmen.
We found a prop spinner in the wreckage. We believe it belongs to this aircraft. We sent them some aluminum parts to test. Howard and the Boffins were interested in this guy McClellan's theories. McClellan was cutting out Nicholson, that's not our problem. Thanks for your help, Mr. Mapes. Do you mind if we have a look around while we're here? Sure. Knock yourself out. Na klar, unbedingt. Wanna take a look inside her? Can't hurt. Können wir gleich machen. Ich würde bloß erstmal ganz gern hier drüben schauen. Ne, da ist der Ausgang, da müssen wir nicht hin. Okay, ich glaube hier unten ist nichts weiter, ne? Aber hier oben haben wir doch bestimmt noch irgendwas, oder? Ja, hier kommen wir rein. Okay. Schauen wir uns doch erstmal ein bisschen hier drinnen um. Bevor wir dann uns das Flugzeug und den Hangar vornehmen. Okay, was ist das denn? Zigaretten. Okay. Und das daneben sind ja einfach nur Streichhölzer, die wahrscheinlich diesmal uninteressant sind. Ja, dachte ich mir. Vom Blue Room, na sowas. Alle gehen sie in den Blue Room. So, haben wir denn hier drüben was in der Ecke? Hier stehen Bilder, sind die vielleicht interessant? Die sehen so aus, als ob sie extra für uns drapiert wurden. Tatsächlich. That is Marie the Body McDonald. Does Hughes have her on contract to RKO? Yeah, I bet he does. Okay. Unbekannte Adresse. Ich weiß nicht, ob das jetzt bezüglich dieses unfertigen Schilds da oben ist. Denn da scheint ja eine Adresse drauf zu stehen. Ich weiß nicht, ob das darauf sich bezieht. Scheint auch bloß ein Stück von dem Bild zu sein, ne? Da fehlt ja was irgendwie auf der linken Seite. Oder der Fotograf... Nee, das oben, das sieht ja nicht aus, als ob das mit zum fotografierten Bild gehört, sondern es scheint da reingesetzt worden zu sein über das Bild. Vielleicht irgendein Zeitungsausschnitt oder so? Keine Ahnung. Okay, ohne jeglichen Kommentar. Ist das nochmal The Body oder ist das eine andere? Ich weiß es nicht. So, was haben wir denn hier? Noch ein Bild. Geschäftspartner, wie es scheint. Ja? Irgendein Wort dazu vielleicht? Nein? Dann nicht, dann nicht. Seltsam. Da macht's schon das Geräusch, so nach dem Motto, hier ist was, und dann sagt er aber nichts. Oh, eine Waffe? No good to me. Okay. Ach gut, wir sind ja in Amerika, da darf ja jeder Waffen haben, wie er will. Stimmt ja, hab ich ganz vergessen. Haben wir hier noch was vielleicht? Nee. Okay. Dann, hier drüben ist zu, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal den Hangar ein bisschen näher an. So, irgendwas mit den Kisten vielleicht? Nee, ne? Hier drüben was an dem Gerüst. Kommen wir hier drauf? Nee, ist abgesperrt, okay. So, was haben wir denn hier Schönes? Können wir mit denen reden? Tell a man that there are 400 billion stars and he'll believe you. Tell him a bench has wet paint on it and he has to touch it. Tja. Was sind das für ein Haufen Fässer hier? Kerosin oder was ist denn das? Keine Ahnung. Gut, schauen wir mal hier vorne. Hier haben wir doch auch diese Triebwerke. Da ist doch bestimmt was für uns mit dabei, oder? Ich gucke erstmal kurz hier auf den Tisch, ob hier noch was mit ist. Is that a Pratt & Whitney 4360? Sure is. You know your motors. Do you mind if I take a look at the prop spinner? We're getting her ready for sea trials, so be quick about it. Okay. The oily covering on the metal. We coat the aluminum parts in linseed oil to preserve it from oxidization. Aber was ich finde halt seltsam gerade, was Oxidation? Weil die Sache ist, mit Aluminium ist es halt so, Aluminium ist ein wahnsinnig unedles Metall. Und selbst wenn ihr irgendwie Alufolie oder irgendwas habt, außen drauf fasst ihr nicht das Aluminium an, sondern eine ganz hauchdünne Aluminiumoxidschicht. Denn Aluminium ist so unedel, das oxidiert dir sofort an der Luft. Aber es bildet halt eine Patina, die dann eine Schutzschicht ist letztendlich. Und die ist halt so dünn, dass man es nicht wirklich sieht, dass da noch eine Patina drüber ist.
Deswegen wundere ich mich gerade, damit ist dann eigentlich ein Oxidationsschutz da, weil eben diese Patina drüber ist und dann ist gut. Dann oxidiert das nicht weiter durch. Ist halt nicht wie beim Eisen, wo halt das Ganze ausgehöhlt wird durch das Rosten. Drum wundere ich mich gerade, dass man das vor Oxidation schützen muss. Aber gut, es ist vielleicht mit der Salzluft, das könnte ich mir vorstellen, dass die salzige Meeresluft vielleicht irgendeine andere Art von Oxidation verursacht, dass es vielleicht als Aluminiumchlorid ausgewaschen wird oder so. Und da könnte es dann vielleicht sein, dass es irgendwie interessant ist, es wird schon sinnvoll sein, denke ich mal. Es wird schon bestimmt nicht ganz aus der Luft gegriffen sein, vermute ich mal. Naja, wer weiß. Okay, haben wir also das Gegenstück gefunden im Prinzip. Ich schaue nochmal ganz kurz hier auf den Tisch, ob wir hier nicht noch irgendwas haben. Hier drüben? Nee. Okay, vielleicht irgendwelche anderen Bauteile. Hier drüben ist doch auch noch was. Nicht so. Okay. Dann nicht. Ich glaube, da hinten wird wohl nichts weiter sein für uns, oder? Ich schaue mich erstmal hier weiter um. So, die Türen sehen auch alle nicht so aus, als ob wir rein könnten. Gut, ich glaube, hier haben wir jetzt nichts weiter. Diese Fässer überall. Die müssen doch irgendwas... Was steht denn da drauf? Ist das vielleicht... Ach, ist das vielleicht das Leinöl? Kann das sein? Das Leinöl, das die draufgeschmiert haben, dann frage ich mich aber, warum sie das in solchen Massen da haben. Na gut, von mir aus. Hier ist ja sonst nichts weiter. Hier hängt überall mal ein kleines Gerät auf dem Arbeitstisch und das war's. Ist auch interessant. So, irgendwie mit den Fässern, das ist... Überall stehen diese Fässer rum. So, die Kisten sind aber auch egal. So, hier könnten wir hoch. Wo geht's denn da... Aufs Flugzeug drauf. Okay, ich will aber erstmal vorne ins Flugzeug rein durch die Schnauze. Das interessiert mich irgendwie mehr. Kann man nicht vorstellen, dass oben drauf so viel ist. Noch mehr von den Fässern. Oh, diesmal können wir sie sogar angucken. Tatsächlich, Leinöl. McClellan's process was going to replace all this. Okay. Warum auch immer wir die anderen Fässer nicht angucken konnten, aber es ist ja ganz passend, dass ich alle mal angeklickt habe, alle Fässer. So, schauen wir mal in die gute Stube rein. Irgendwas hier drin für uns. Irgendwas mit den Plänen. Hier liegen überall Pläne rum. Aber gut, das sind ja halt Konstruktionspläne. Die werden wahrscheinlich für Cole nicht so interessant sein dabei. Okay, schauen wir mal weiter oben nach. Stehst du nicht so auf Leitern klettern? Oh, hier hängt was. Breiten und Längen gerade, okay. 24 degrees, 15 minutes north. Longitude 76 degrees, 0 minutes west. Na, da wird sich doch bestimmt rausfinden lassen, zu welchem Ort die gehören, oder? Haben wir nicht... Was ist denn das für ein Gerät? Das sieht irgendwie komisch aus. Kommen wir da... Ah, setzt sich sogar ran. 76 degrees west. Ach, na, so ein Zufall. Das ist ja praktisch, dass wir hier genau das, was wir brauchen, haben. So, 76 und 24,15, ne? Wäre dann... Warte mal, 76. 76 degrees west. Ja, ich versuch's gerade einzustellen. 15 north. Und 15 Minuten, das wäre hier... Na, ich bin bei 13, aber passt schon. The Bahamas. Somebody's already got their maiden flight planned. Okay. Hilft uns das irgendwie weiter? Ich weiß es nicht, auf jeden Fall sind wir fertig, wie es scheint. Hier hinten ist nichts mehr? Okay, neues Ziel zum Wilshire-Revier zurückkehren. Gut, von mir aus. Was auch immer uns die Koordinaten zu den Bahamas jetzt genau bringen, ich habe keine Ahnung. Aber wir werden es bestimmt noch rausfinden. So, dann lass mal gehen. Bloß weg von dem Typen hier. Thanks for the tour, Mace. Always happy to help the department. Hey, don't I know your face from the papers? You're the cop that's stripping that German broad. Nah, I think you got the wrong guy, Vern. Er hat echt genau dieselbe Mimik wie Roy. Genauso schmierig und eklig. Na komm, lass mal gehen. Lass mal abziehen von hier. Wir können eigentlich mal seine Karre klauen. Das hat er sich verdient.
Dafür, dass er so eklig ist. Ja, genau, lass uns zur unbekannten Adresse aufbrechen. Das ist eine gute Idee. Das wird, glaube ich, nicht funktionieren, ne? So McClellan was selling his new process to Hughes and cutting out Nicholson. Looks that way. This would never go all the way up to Hughes. You would have middlemen doing stuff like this. Someone like Mapes? The word middleman was invented for guys like Mapes. Okay, ich habe mal jetzt das Wilshire-Revier genommen, weil die andere Adresse ja noch nicht vollständig ist. Und ich mal annehme, das wird uns nichts bringen, wenn wir jetzt nur auf der Second Street langfahren, bis wir irgendwann mal was Richtiges gefunden haben.